Update zur Elefantenhaltung in Zoos in den USA, stellvertretend am Beispiel des Zoo Oakland und des Zoo Los Angeles. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video über Elefanten. Im heutigen Video geht es nach dem Intro um dieses Thema. Es geht um die Haltung der afrikanischen Elefanten im Zoo Oakland. Und es geht um die Haltung der asiatischen Elefanten im Zoo Los Angeles in Kalifornien in den USA. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video über Elefanten. Ja, bereits 2019 habe ich ja vom Zoo Oakland in Kalifornien in den USA berichtet. Ich bin hier im Zoo von Oakland bei den afrikanischen Elefanten. Der Zoo Oakland ist mit deutschen Zoos von der Elefantenhaltung noch am ehesten mit dem zu Erfurt vergleichbar. Das Elefantengehege ist mehrere Hektar groß und elefantenhistorisch ist es eigentlich ein recht bedeutsamer Zoo in den USA. Der Zoo Oakland war 1991 der erste Zoo, der bei allen seinen Elefanten komplett auf dem Protected Contact umstellte. Außerdem zwischen 1995 und 2001 gelangen insgesamt 5 Geburten afrikanischer Elefanten im Zoo Oakland. Allerdings waren die nicht sonderlich von Erfolg gekrönt. Bereits 1996 gab es einen Todesfall bei den Kälbern, der durch das Elefantenherpesvirus ausgelöst worden war. Dies war einer der ersten, wenn nicht der erste Fall vom Elefantenherpesvirus bei in Menschenhand gehaltenen afrikanischen Elefanten. Ja, als ich 2019 den Zoo Oakland besucht habe, da lebten dort noch 3 afrikanische Elefanten. Der Bulle Osh, der 1994 im Zoo Howletts in England geboren war, den ich dort 2001 bereits sah, und der seit 2004 im Zoo Oakland lebte. Heute ist der Elefantenbulle 30 Jahre alt. Außerdem die afrikanische Elefantenkuh Lisa, die bereits 1977 wild geboren wurde und seit 1979 im Zoo Oakland lebt. Sie verstarb überraschenderweise am 26. Mai 2023 im Alter von 46 Jahren, obwohl ich sagen muss, das ist durchaus ein Alter, bei dem es bei afrikanischen Elefanten zu Todesfällen kommen kann. Darüber hatte ich vor gut einem Jahr berichtet zum Tod von Jenny im Eumense Zoo in Belgien. Und es lebte die afrikanische Elefantenkuh Donna, heute 43 Jahre alt, im Zoo Oakland. Donna wurde dann nach dem Tod von Lisa im Mai 2023, wurde Donna dann am 13. September 2023 an die Elephant Sanctuary in Tennessee abgegeben, wo ich bereits 2007 einmal gewesen bin auf Einladung von Carol Buckley und Scott Blaze. Der afrikanische Elefantenbulle Osh soll dann noch Gesellschaft von anderen Elefantenbullen bekommen und es ist geplant, im Zoo Oakland in Kalifornien eine Bullengruppe, eine sogenannte Bachelor Group, zu gründen. Im Moment hält der Zoo Oakland nur den afrikanischen Elefantenbullen Osh und er ist der letzte Elefant in der gesamten Bay Area von Oakland und San Francisco, nachdem der San Francisco Zoo seine Elefantenhaltung 2004 bereits aufgab. In Oakland nun also eine Bullengruppe geplant. Und wie sieht es nun aus im Zoo von Los Angeles? Auch den habe ich 2019 besucht. Mein Name ist Diplombiologe Tobias Dornbusch und ich bin hier im Zoo von Los Angeles bei den asiatischen Elefanten.
Ja, und auch der Zoo von Los Angeles hat eigentlich keine schlechte Elefantenhaltung. Verglichen mit einem deutschen Zoo wäre er am ehesten mit dem Zoo Köln vergleichbar. Er hat eine neue Elefantenanlage 2010 fertiggestellt, 6 Acker groß, also über 2 Hektar groß, wie in Köln, wie gesagt, allerdings das Haus natürlich deutlich kleiner. Kein Wunder beim Klima in Kalifornien. Als ich 2019 dort war, dort lebten da noch 4 asiatische Elefanten. Der Bulle Billy, inzwischen 39 Jahre alt, der seit 1994 aus einer Performing-Gruppe im Zoo Los Angeles lebt. Außerdem die beiden asiatischen Elefantenkühe Tina und Yevel, die 2009 in einem Zirkus beschlagnahmt wurden, zunächst vorübergehend im San Diego Zoo untergebracht wurden und nach Fertigstellung des neuen Elefantengeheges dann in den Zoo Los Angeles kamen im Jahr 2010, also die Aufnahme von konfiszierten Zirkuselefanten. Im Jahr 2017 kam außerdem die asiatische Elefantenkuh Shaanxi hinzu, die aus dem Zoo von Fresno in Kalifornien abgegeben wurde. Tja, es starb dann im Alter von rund 60 Jahren am 15. Januar 2023 die asiatische Elefantenkuh Yevel und fast auf den Tag genau ein Jahr später, am 3. Januar 2004, verstarb nun auch die 53-jährige asiatische Elefantenkuh Shaanxi. Damit verbleibt noch die gut 58-jährige Elefantenkuh Tina, deren Lebensende ja auch schon absehbar ist, und der 39-jährige Bulle Billy im Zoo von Los Angeles. Es bleibt abzuwarten, wie die Zukunft des Zoo Los Angeles in der Elefantenhaltung aussieht. Tina wird ja auch nicht mehr allzu lange leben, da ist ein Lebensende vorauszusehen. Und dann würde Billy alleine zurückbleiben im Zoo Los Angeles. Er war bereits viele Jahre alleine im Zoo Los Angeles. Und bereits seit Jahren und Jahrzehnten fordern Tierschützer und Tierrechtler die Abgabe von Billy an eine Elephant Sanctuary. Also wie lange der Zoo Los Angeles in seinem eigentlich recht schönen Elefantengehege noch Elefanten hält, bleibt abzuwarten. Und dies ist im Moment so die Situation in den USA, hier stellvertretend im Zoo Oakland und im Zoo Los Angeles. Das wären nicht die ersten Tierhaltungen in den USA, die ich besucht habe, die es inzwischen aus Tierschutzgründen nicht mehr gibt. 2012 war ich im Zirkus Ringling Brothers Barnum und Bailey und die Elefanten werden seit 2016 nicht mehr eingesetzt. 2017 hat der Zirkus sogar zugemacht. Inzwischen gibt es zwar wieder einen Zirkus Ringling Brothers, aber der hat überhaupt gar keine Tiere mehr im Programm. Die Elefanten des Zirkus Ringling Brothers kamen größtenteils in einen Safari-Park bei Florida, der seit Corona jedoch nicht mehr öffentlich zugänglich ist. Auch der Secret Garden von Siegfried und Roy, den ich 1999 und 2019 besuchte, mit dem dazugehörigen Delfin-Habitat am Hotel The Mirage, ist inzwischen geschlossen. Die Großkatzen kamen in 2 verschiedene Sanctuaries und auch die Delfine wurden abgegeben. Und auch die Löwen, die noch 1999 im MGM Grand Hotel im Casino gehalten wurden, gibt es inzwischen nicht mehr dort. Wobei dies jetzt alles keine richtigen Verluste sind für die Tiere und für die Zoowelt. Ja, und zuletzt kann man sagen, auch das Museum in San Francisco, in dem es ein kleines Aquarium gab und in dem Dinosaurier und andere Sachen ausgestellt worden, die California Academy of Science, auch das gibt es seit 2005 nicht mehr, hatte allerdings andere Gründe, das Gebäude wurde als nicht erdbebensicher
eingestuft und abgerissen. Inzwischen steht dort wieder ein neues Museum, dies nur am Rande. Ja, das war schon mein kurzes Video für heute. Ich hoffe, dass es gefallen hat. Dann gerne einen Like da lassen. Gerne den Kanal abonnieren, das geht da unten irgendwo. Und auch nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, um auch keine Videos mehr zu verpassen. Außerdem gerne auch Kommentare schreiben, die lese ich in jedem Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.